Hi Leute und willkommen zurück im nächsten Let's Play. In diesem Let's Play spielen wir ja Only Boronen. Und das bedeutet, wir werden versuchen, das war mal so die Idee, ausschließlich boronische Schiffe also zu verwenden, ebenso die Stationsmodule. Das heißt, mal wirklich komplett auf diese Fraktion zu konzentrieren und mal schauen, wie sich das Spiel dann verhält. Denn ich möchte jetzt im Vergleich zu dem anderen Let's Play und zu meinen früheren Spielstarts einfach auch mal was anderes machen. Statt immer nur die Standardtaktiken in den Standardsektoren irgendwie durchzuziehen. Und ich denke, da bietet sich unser Boronen-DLC wunderbar für an. Und ja, damit starten wir jetzt. Wir hätten jetzt auch zwei Spielstarts und ich möchte auch gerne die Spielstarts der Boronen nutzen. Wir hätten hier zwei zur Auswahl. Zum einen die Enthüllung. Da starten wir im Grunde als Argone und da müssten wir relativ zeitnah auch direkt schon bei der Toröffnung dabei sein. Oder wir starten als Herold der Königin, da wären wir dann selber auch ein Barone, hätten da auch ein bisschen mehr Geld und würden in Königsthal starten. Ich würde tatsächlich gerne die Enthüllung starten. Das hat einfach den Grund, da ich gerne als Figur in Argone sein möchte, was uns aber von dem Plan, dass wir nur Boronen Equipment etc. benutzen, nicht von abbringen soll. Aber ich denke, beziehungsweise mich stört so ein klein wenig die Steuerung des Raumanzugs der Boronen. Auch so ein kleiner Grund und ich weiß auch nicht, inwieweit das uns vielleicht beim Bewegen oder so stören könnte. Ist nämlich schon ein klein wenig ungewohnt. Deswegen würde ich als Argone einsteigen. Passt doch eigentlich doch ganz gut. Beziehe ich dann auch so ein bisschen auf uns, dass wir die Argonen sind. Und einfach jetzt uns den Boronen verpflichten und mit denen leben und auch mit denen starten. Und deswegen beginnen wir doch einfach mit der Enthüllung und legen los. Während sich die Gemeinschaft der Planeten neu formiert und wieder zusammenfindet, bleibt die anhaltende Isolation unserer boronischen Verbündeten weiterhin mysteriös. Unser einziges Kommunikationsmittel sind unregelmäßige Botendrohnen, über die wir gerade wieder eine Nachricht aus Königsthal erhalten haben. Den Boronen geht es blendend und sie scheinen die Sprungtor-Technologie zu erforschen. Wir entsenden nun eine Forschungsexpedition, um weitere Nachforschungen anzustellen, und sie wurden zur Teilnahme an unserem Vorhaben zugelassen. Okay, dann starten wir mal den Spielstand. Erreiche System Morgenstern. Kurs auf Ketzers Untergang. Bestätigt. Einige von ihnen sind neu bei unserer Expedition. Andere sind schon dabei, seit wir von Dreieinigkeit aufbrachen. Da wir uns nun unserem Ziel nähern, gestatten Sie mir eine kurze Einführung. Ich, Numan Kret, heiße Sie in meiner Eigenschaft als Kommandant dieser Expedition willkommen. In unserer Selbstgefälligkeit haben wir die Sprungtore wie ein ewiges Geschenk einer höheren Macht behandelt. Wir haben uns nicht genug Mühe gegeben, die Technologie zu verstehen. Auf diese Weise hat sich die Galaxie in diese prekäre Lage gebracht. Das Bündnis der Worte ist ein Zusammenschluss von Gelehrten und Wissenschaftlern, die sich zum Ziel gesetzt haben, durch Zusammenarbeit das Verständnis zu fördern. Vor einigen Monaten erreichte uns über das Botendrohnennetzwerk eine Nachricht der Boronen von Königsthal. Es scheint, als ob sie bei ihren Experimenten mit der Sprungtor-Technologie Fortschritte machen. Zunächst, das gebe ich zu, haben wir die Idee verworfen. So viele Wissenschaftler haben versucht, mit dem Sprungtor-Netzwerk zu interagieren und sind gescheitert. Aber jetzt zeigt das ruhende Sprungtor in Ketzers Untergang unregelmäßige, aber unbestreitbare Anzeichen von Aktivität. Dies mag mit den Experimenten der Boronen zu tun haben oder auch nicht.
aber die Zeitpunkte stimmen zu sehr überein, um es zu ignorieren. Wenn es den Boronen wirklich gelungen ist, das Sprungtor zu beeinflussen, sind die Konsequenzen mehr als bedeutsam. Aber lassen Sie uns nicht voreilig sein. Diese Expedition hatte die Aufgabe, die vielen Unbekannten dieser Situation zu klären. Wir könnten uns mit unseren boronischen Brüdern und Schwestern wieder vereinen. Genauso gut könnten wir jedoch auch eine Flotte von Zerstörern der Xenon willkommen heißen. An alle, wachsam bleiben! Zeit für eine letzte Gerätekalibrierung. Wir müssen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Hier wären wir. Im Spielstart die Enthüllung. Ja, wir sind schon auf der Expeditionsflotte und werden jetzt mal unser Schiff hier abholen, das wir hier zugewiesen bekommen haben. Und dann geht's auch schon los. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Ziel in dem Spielstart ist es ja, ausschließlich auf der boronischen Seite aktiv zu sein, sprich alles dort aufzubauen, dort unseren Handel zu betreiben, dort unsere Station aufzuziehen. Entdecker, vielleicht ist es besser, wenn Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Warum erkundigen Sie nicht die Gegend? Ja, werden wir machen. Discoverer, Angreifer. Im ersten Schritt sollten wir aber mal vielleicht mal noch unseren Namen ändern. Wollen wir natürlich Name, bekannter Name, das Logo. Ja, ich glaube, wir hatten immer das hier. Nehmen wir doch mal. Ja, wenn wir jetzt wirklich auf die Boronen gehen, wäre ja eigentlich eine eher runde Form geeignet, weil das boronische Design ja ein bisschen rund, weniger Ecken hat als Kurven. Mal schauen, ob wir hier was Passendes hätten. Naja, wir können es ja auch wieder ändern. Es war jetzt hier nichts Rundes, eher eckig, aber ich werde es einfach mal so nehmen. Wir haben 15.000 Credits. Das ist mehr, als eigentlich in der Spielstartbeschreibung drin war. Aber okay. Ansonsten hätten wir auch keinen Besitz. Wir hätten hier ein paar Aufgaben. Aber im Grunde sind wir hier nochmal bei Null. Und das ist doch auch eine schöne Sache. Wir werden uns auch in dem Let's Play hier ein bisschen Zeit lassen. Einfach um wirklich alles genießen zu können. Ich meine, uns drängt ja auch im Let's Play nichts. Oder in X allgemein drängt uns ja nichts. Wir haben ja keine zeitlichen Vorgaben. Wir können ja im Grunde so spielen, wie wir es für richtig halten. Und ja, werden dann wirklich alles auf den Boronen aufbauen. Das Einzige, was wir schauen müssen, es wird natürlich Plotteile geben, indem wir andere Schiffe fliegen müssen. Das wird nicht ausbleiben. Es wird auch nicht ausbleiben, dass wir vielleicht das ein oder andere Schiff von anderen Fraktionen besitzen. Aber so im Großen und Ganzen ist, denke ich, das Ziel klar. Ob das dann so umsetzbar ist, wie ich mir das vorstelle, und ob es dann auch Spaß macht, das müssen wir uns dann auch anschauen. Aber ich denke, es kann nur gut werden. Und ja, dann fliegen wir jetzt mal hier in den Raum. Wir sollen jetzt hier zum Treffpunkt fliegen. Leerer Raum. Gucken, unsere Expeditionsflotte müsste jetzt auch hier bei uns im Sektor sein. Werden wir mal das Tor da hinten anfliegen. Sieht zumindest nach einem Tor aus. Wir hatten es ja im Hauptspielstand schon mal soweit ein bisschen gespielt, den Plot. Mal gucken, wie sich das jetzt hier im Spielstart verhält, ob es ähnlich ist, ein bisschen anders ist. Achtung, Bewohner von Ketzers Untergang, bitte evakuieren Sie sofort das verzeichnete Gebiet. Was geht hier vor sich? Sir, wir empfangen eine ungewöhnlich hohe Energiesignatur. Okay, wo sehen wir denn hier was? Ach, guck mal da hinten. Du meine Güte, es hat funktioniert. Ich habe den Sprung geschafft. Unglaublich, unglaublich. Entschuldigen Sie, Reisender. Haben Sie
Übertragung des Bündnisses gehört? Ich frage mich, ob Sie wohl daran interessiert wären, mit einem der größten wissenschaftlichen Köpfe unserer Zeit zusammenzuarbeiten. Ich bin Bozo Ta. Soweit ich weiß, bin ich der einzige Bewohner diesseits des Netzwerkschismas. Ich bin zurzeit auf der Suche nach einer persönlichen Assistenzkraft. Sollten Sie Interesse haben, kommen Sie doch gerne auf ein persönliches Gespräch vorbei. Sofern Sie die Zeit dazu haben, versteht sich. Okay, machen wir später. Wir machen jetzt hier erstmal unseren, ja, Boroneneinstieg. Unbekanntes Objekt. Oh, was haben wir denn da hinten noch? Ah, ein Datentresor, okay. Da müssen wir jetzt nicht zwingend hin. Ah, da ist hier schon unsere Flotte, glaube ich. Raya, Verteidiger. Natürlich ist jeder willkommen, der Untersuchung beizuwohnen. Bleiben Sie aber bitte in sicherer Entfernung, bis die Risiken klarer sind. So viele Schiffe. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich hier sind. Bereit, Zeugen von etwas wahrhaft Historischem zu werden. Der Terranische Geheimdienst wurde auf eine mögliche Sprungtoraktivität aufmerksam gemacht. Das Interventionskorps wurde angewiesen, eine Bedrohungsanalyse im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf Sol-Territorien vorzunehmen. Wir können die Sicherheit aller nur garantieren, solange die Expedition in der Nähe der Interventionsflotte bleibt. Wir raten jedoch allen, sich von unseren Feuerbögen fernzuhalten. Erste Scans deuten auf eine gewisse Aktivität hin. Wir müssen näher heran, um die Situation besser einschätzen zu können. Missionsspezialistin, nähern Sie sich der Gondel des Sprungtors und nehmen Sie Kontakt mit ihr auf, um einen direkten Datenstrom für unser Wissenschaftsteam an Bord zu initialisieren. Bestätigt. Nähern uns dem Sprungtor. Scanner aktiviert. Zugriff auf Gondel. Datenstrom ist initialisiert. Es sieht so aus, als ob... Rückzug! Energie steigt rapide! Kampfstationen. Vorbereiten zum Angreifen. Nichts? Na dann. Interventionskorps, vorbereiten auf das Durchqueren. Die Expedition wird dicht auffolgen. Missionsspezialistin, bleiben Sie hier und richten Sie einen Außenposten ein, um die Koordinaten des Sprungtors vollständig auszulesen. Bin dabei, Sir. Gute Reise, ihr alle. Ja, da wären wir wieder. Wir sollen das aktive Tor durchqueren, das sich gerade geöffnet hat. Das machen wir doch dann auch gerne. Es war auch ganz schön, hier mit unserer Flotte hier mal zusammenzuarbeiten, beziehungsweise mit der Expeditionsflotte. Ein paar Schiffe sind hier noch hinten dran. Bannerschiff hier ganz vorne. Und dann geht's los. Sprungtor, unbekannter Sektor. Ja, bei den Terranern haben wir gar nicht mal das so wirklich einen guten Ruf, aber ja. Sprungtor, sind ja erst am Anfang. Töten uns auch nicht weiter. Erreiche System. Wachsamer Blick. Vorläufige Scans deuten darauf hin, dass dieses System unbewohnt ist. Keine Anzeichen von Boronen oder irgendeiner anderen Art von Leben. Biologisch oder künstlich. Das kann nicht stimmen. Sind Sie
dass die Sensoren nicht defekt sind? Es ist so lange her. Ich dachte wirklich, heute wäre der Tag, an dem ich mich endlich wieder mit meinen Flossenverwandten treffen würde. Fassen Sie Mut, Barone im Exil. Sie könnten Ihrer Wiedervereinigung schon einen Schritt näher sein. Entdecker, wir brauchen eine detaillierte Kartierung des Systems. Die Aufgabe liegt in Ihren Händen. Hier gibt es viel zu lernen. Okay. Wir scannen einfach mal den Sektor. Und dann schauen wir uns mal den Sektor hier an. Dann werden wir ja sehen, was uns jetzt konkret erwarten wird. Mit unserem Langstreckenscanner konnten wir jetzt hier tatsächlich überhaupt gar nichts feststellen. Na, mal schauen, was uns hier erwartet. Ich meine, wir kennen es ja im Grunde schon ein klein wenig von unserem Haupt-Let's Play. Aber es ist immer wieder schön, solche Plotreihen zu spielen. Okay, fast die Mitte des Sektors hätten wir erreicht. Die Sektoren, die neuen Sektoren sind auch relativ groß, finde ich. Vorläufige Daten haben einige Punkte von potenziellem Interesse identifiziert. Bei dieser Entfernung haben wir Schwierigkeiten, genaue Positionen zu finden. Versuchen Sie, sie für uns zu lokalisieren. Okay, das machen wir doch gerne. Ja, bis auf ein paar Asteroiden sehen wir hier auf Anhieb erstmal, ja, nix. Ich sehe auch gar keine Kristalle hier aufblitzen. Die hatten wir ja in unserem ersten Let's Play fleißig gesammelt, um uns einen kleinen Start zu verschaffen. Aber auch diese Sache möchte ich gerne mal anders abhandeln als in der Vergangenheit. Wir sind jetzt hier bei den Boronen und wollen die unterstützen. Mal gucken, wie das nachher ausgeht, wenn wir wirklich diese ja, abgeschiedene Fraktion mal ein bisschen supporten, wie sich das Ganze nachher im Verhältnis zum gesamten Universum verhalten wird. Ach, meine Güte, könnte das... Heilige Dreidimensionalität, ein boronisches Schiff. Mein Instinkt sagt mir, dass wir uns das genauer ansehen sollten. Ja, da hätten wir einmal einen Frack. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, welches Schiff das hier mal war. Sieht aber leicht nach einem Träger aus. Ich glaube, das könnte ein Hai sein. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Dafür ist es ein bisschen zu kaputt. Kann mich aber auch täuschen. Die Sensoren Ihres Schiffes registrieren eine schwache Energiesignatur in den Träumern. Schauen wir uns mal den Zielbereich an. Assistent, ich denke, Sie sollten sich passend anziehen und nachforschen. Okay. Ja, dann werden wir jetzt mal den Raumanzug wechseln. Ah, da ist unser Discoverer, Angreifer. Liftbereich. Versuchen Sie, die Konsole zu reparieren, um Zugang zu erhalten. Ja, wir haben auch noch keine Raumanzugs-Upgrades, deswegen sind wir da auch ein bisschen langsam unterwegs.
hätten wir einen Container innerhalb des zerstörten Schiffs. Dann werden wir das mal reparieren. Der Container hat sich geöffnet. Und irgendwas werden wir jetzt hier aufsammeln. Entschlüsselungs- und Rekonstruktionsalgorithmus läuft. Die Daten sind beklagenswert unvollständig. Aber es scheint, dass dies eine Art Außenposten war. Es gibt Anzeichen für einen Angriff aus mehreren Richtungen. Es scheint, als ob die Betreiber nur wenig oder gar keine Zeit zur Reaktion gehabt haben dürften. Wie frustrierend seltsam. Ich werde dies alles an unseren geschätzten Expeditionsleiter weitergeben. Vielleicht kann er mehr Hinweise sammeln. Ich habe allerdings meine Zweifel. Ja, das hier sieht nach einem verfallenes Schiff. Ei aus, weil das hier sieht nach den Landebuchten aus. Numankaratze? Unser Team bestätigt, dass das Tor von Ketzers Untergang tatsächlich die Koordinaten für das Königszeitsystem enthält. Der Zeitpunkt kann kein Zufall sein, oder? Kurz nachdem wir die Nachricht von den Bohronen erhalten haben? Ist es möglich, dass ihre Experimente irgendwie mit der Reinzensierung des Sputors zu tun hatten? Koordinaten und Zeitpunkt sind relevant, aber nicht schlüssig. Tatsache ist, dass dies definitiv nicht Königstall ist. Interstellare Bodendrohnen sind nicht die schnellste Form der Kommunikation. Wir wissen nicht, was auf der Seite der Bohronen seit ihrer letzten Nachricht geschehen ist. Theoretisch ist eine Verbindung zwischen den beiden Toren möglich, aber das ist eben nur eine Theorie. Es könnte durchaus sein, dass die Systeme in der fernen Vergangenheit miteinander verbunden waren. Ja. Leider bedeutet eine theoretische Kompatibilität tatsächlich nicht viel. Wenn es einfach wäre, diese Sprungtore zu aktivieren oder umzuprogrammieren, hätte ich diese Herausforderung sicher schon längst gemeistert. Der Split hat Ihnen nicht gerade die Wahl über Ihren Forschungsschwerpunkt gelassen. Könnten das die Bohronen sein? Könnten sie wirklich Sprungtortechnologie entschlüsselt haben? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt wäre jede weitere Hypothese reine Spekulation. Solange wir keine weiteren Beweise haben, halten Sie Ihre Ideen bitte aus der allgemeinen Kommunikation heraus. Wenn Sie Ihre Theorien näher erläutern müssen, können Sie sie gerne schriftlich festhalten. Das ist aber ein netter Paranide. Dann fliegen wir jetzt mal noch zu dem zweiten Punkt und schauen uns das hier mal an. Auch mal ganz schön, mal nochmal die Musik hier mal so ein bisschen mitzuhören. Die Atmosphäre. Ja, und weiter habe ich mir auch überlegt, wir könnten uns ja auch wie ein Bohrone verhalten. Das heißt, wir sind sehr freundlich. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Wir sollen jetzt das System hier erkunden. Asteroid. Hätten wir noch einen Asteroid? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier eine Bedeutung hat. Entdecker, Sie haben ein nicht identifiziertes Schiff auf unserem Kurs. Dies ist unser erster Kontakt in dem neu eröffneten Sprungtornetzwerk. Wir haben keine Ahnung, wer die sind oder was sie vorhaben. Untersuchen Sie es und nehmen Sie Kontakt auf, wenn möglich. Aber bleiben Sie wachsam. Okay. Unbekanntes Schiff. Du meine Güte, Aliens! Bitte haben Sie keine Angst. Ich werde sogleich meine Waffen deaktivieren. Okay. Seien Sie gegrüßt,
Ich freue mich so sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Unglaublich. Endlich haben wir Kontakt zu unseren aquatischen Verbündeten. Bosotar, empfangen Sie das hier. Was sagten Sie? Ein Borone! Wirklich und wahrhaftig! Ein lebender, schwimmender Borone! Täuschen mich meine okulären Sinnesorgane? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Bosotar und kann mich kaum an ein anderes boronisches Gesicht erinnern. So lange bin ich schon von meinem Volk getrennt. Ich könnte ein ganzes Jahr damit verbringen, Ihnen Fragen zu stellen. Würden Sie sich bitte erbarmen, Ihre Zeit mit mir zu teilen? Ich bin Nila Tee, eine außergewöhnliche Abenteurerin. Ich wäre entzückt, Zeit mit Ihnen zu verbringen. Als ernannter Delegierter des Bündnisses der Worte gestatten Sie mir, dass ich Sie und Ihr Volk grüße. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, Nila Tee. Ich bin zwar nicht in offizieller Funktion tätig, aber es ist großartig, tatsächliche Personen von jenseits des nicht verbundenen Sprungtores zu sehen. Wie sind Sie hierher gekommen? Hat sich ein Sprungtor wieder geöffnet? Sind wir wieder verbunden? Oh, ich wusste, dass es irgendwann passieren musste. Welch frohe Kunde! In der Tat, eine denkwürdige Nachricht. Auch wenn es uns keineswegs klar ist, wie es dazu gekommen ist. Es gab Spekulationen, dass die Boronen eine Reinitialisierung des Sprungtors ausgelöst haben. Nachrichten von ihren Wissenschaftlern deuteten darauf hin, dass sie an einer solchen Aufgabe arbeiteten. Bitte, können Sie uns den Weg nach Königsthal weisen? Sie stehen in Kontakt mit Königsthal? Das sind ja fabelhafte Neuigkeiten. Es ist Jahrzehnte her, dass wir abgeschnitten wurden. In all dieser Zeit haben wir nichts von dort gehört. Die Trennung der Verbindung mit Nishala war für uns alle unbeschreiblich schmerzlich. Mein System befindet sich in tiefem Aufruhr. Ich... Nach all den Jahren einen Boronen zu treffen, ist eine unbändige Freude. Aber festzustellen, dass auch Sie von der Heimatwelt abgeschnitten sind, ist ein Jammer. Mehr als Sie ahnen, Bosotar. Wir alle haben diesen Verlust sehr betrauert. Aber wie regieren Sie sich ohne Zugang zu Königsthal, Ihrer Königin und dem Parlament? Nach der Trennung gab es eine Zeit des Chaos, bis ein königlicher Vogt ernannt wurde. Ich habe mit ihm zu tun gehabt. Es wäre mir ein Vergnügen und eine Freude, Sie einander vorzustellen. Wir müssen uns sputen. Es gibt viel mit Ihrer Führung zu besprechen. Folgt mir, ihr Kavalkade neugieriger Kreaturen. Eine boronische Gesellschaft, die nicht von einer Königin geführt wird? Das ist etwas schwer vorstellbar. In der Tat, Bosotar. Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus verstehen Sie den Schmerz der Trennung. Ich bezweifle, dass andere Spezies die biologische Tiefe unserer harmonischen gesellschaftlichen Verflechtung zu schätzen wissen. Es war schlimmer, als es nun ist. Früher war es so, dass alle unsere Systeme isoliert waren. Getrennt, nicht nur von Königsthal, der Königin und der Heimatwelt Nishala, sondern auch voneinander. Glücklicherweise haben sich mehrere unserer Systeme schließlich wieder miteinander verbunden. Aber keines davon erhielt eine Nachricht aus der Heimat. Eine Reorganisation wurde notwendig. Die treibenden Provinzen, wie wir uns selbst bezeichnen, waren immer nur als vorübergehende Einrichtung gedacht. Aber unter dem königlichen Vogt haben sie sich zu einem umfassenden Regierungsorgan entwickelt. Doch einige von uns haben Königsthal nie verloren gegeben. Ihre Kommunikation mit der Heimatwelt ist in höchstem Maße bedeutsam. Keine Seele in diesen Systemen hat je einen Beweis dafür gefunden, dass Königsthal überhaupt noch existiert. Der boronische Freund hier oder Freundin. Die kommt ganz schön hier vom Fleck mit ihrem Schiff. Wir kommen eigentlich gar nicht nach. Aber wir hätten hier unbekanntes einen Objekt.
Und ja, da sollen wir mitfliegen, um uns dann mit der Führung zu besprechen, der treibenden Provinzen. In direkten Kontakt zu Königsthal, zu den Hauptsektoren gibt es bisher noch gar nicht. Du meine Güte! Jemand von jenseits unseres Hoheitsgebiets. Das zeigt doch sicherlich, dass unsere Berichte korrekt sind. Das einst ruhende Sprungtor hat tatsächlich seine Funktion wieder aufgenommen und unsere Provinz mit unseren Verbündeten von ehedem in Verbindung gebracht. Erkennen Sie, was das bedeutet? Alle Ressourcen der Gemeinschaft der Planeten sind zum Greifen nah. Endlich. Endlich eine Chance, die Knappheit zu beenden. Erhöhen Sie das Tempo. Okay. Ich muss Sie vorwarnen. Die treibenden Provinzen sind nicht gerade mit dem Luxus des alten Königreichs überschwemmt. Der Schmerz der Trennung war und ist ungebrochen konstant. Aber auch unsere Wirtschaft hat gelitten. Der Mangel an lebenswichtigen Gütern sitzt tief und ist einschneidend. Die Wiederverbindung mit dem Netzwerk könnte zumindest einige dieser Probleme lindern. Hätten wir einen L-Transporter der Boron. Schönes Schiff. Mag ja die boronischen Schiffe insbesondere. Sprungtor, unbekannter Sektor. Der Jägerschiffe, denen wir noch begegnen werden. Aber zum ersten fliegen wir jetzt erstmal hier weiter. Wir sollen hier Nilati verfolgen in den Sektor Karge Küste. Im Sektor sind wir dann erstmal durch. Da hatten wir jetzt auch nichts groß gefunden. Erreiche System, karge Küste. Und schon sind wir im Raum der Boronen. Hier sehen wir auch schon die ersten Stationen der Boronen. Wir scannen mal den Sektor. Ein paar Sachen werden hier schon aufgedeckt, aber gar nicht mal so viele. Verteidigungsplattform der Boronen. Solche Stationen möchte ich gerne mit euch bauen und wirklich mal die Wirtschaft von einer DLC-Fraktion mal so richtig ankurbeln. Weil ich ja immer auch ein bisschen gemeckert hatte, dass ja die ganzen DLC-Fraktionen so ein klein wenig, ja, nicht wirklich gut integriert waren. Ich möchte jetzt einfach mal testen, indem wir das mal auf der Basis mal probieren. Mal schauen, wie sich das verhält. Habe ich auch noch nie in der Form gespielt. Also es spricht sich auf eine Fraktion einzulassen. Dann schauen wir uns jetzt mal unser Ziel hier an. Und da hinten Irania ist Nilati. Dann fliegen wir mal zu ihr hin. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Die Boronen müssten ja auch schon hier erscheinen. Die treibenden Provinzen sind auf jeden Fall drin. Aber auch nur rufen 0. Würden es aber jetzt erstmal nicht weiter. Ich meine, uns drängt ja auch nichts. Sie bringen uns Gäste. Außenseiter. Und noch dazu mit einer Flotte. Was haben Sie so angestellt in letzter Zeit? Mehr als das, verehrter königlicher Vogt. Ich bringe verheißungsvolle Neuigkeiten. Die Flotte. Diese von einem Paraniden geführte Flotte. Sie kam aus dem ruhenden Sprungtor in wachsamer Blick. Sie haben mit Königsthal kommuniziert. Sie haben kein Sprungtor nach Königsthal. Aber sie haben Kommunikation. Wir sind endlich wieder mit dem Netzwerk verbunden. Du meine Güte. Die Delegation bittet um eine Audienz. Dürfte ich... Ja, ja, natürlich. Selbstredend. Es gibt so viel zu besprechen. So viel zu bedenken.
Mein verehrter königlicher Vogt, dürfte ich mit Verlaub die Delegation begleiten? Ich bin mir sicher, Sie haben andere Dinge zu tun. Diplomatie hält schließlich nicht den gleichen Nervenkitzel wie Erkundung bereit, nicht wahr? Bitte, verehrter königlicher Vogt, mit Verlaub. Selbstverständlich, Nila T. Begleiten Sie die Delegation auf jeden Fall. Entdecker, Sie haben sich bisher sehr nützlich gemacht. Ich beauftrage Sie, uns zu einem Treffen mit dem königlichen Vogt zu begleiten. Ich könnte Ihr Wissen vielleicht gebrauchen. Sie haben zweifellos Eindruck auf den Kommandanten der Expedition gemacht. Ich spüre, dass Sie immer mehr den Mittelpunkt seiner Pläne rücken. Schließen Sie sich der Delegation an. Beobachten Sie diesen königlichen Vogt. Okay, ich hätten wir... Ich muss mich um einige Experimente kümmern, aber ich werde sie im Auge behalten. Ja, hier hätten wir einen Träger der Boronen, ein kleiner Träger. Docken wir doch mal hier an. Nila T ist gerade gelandet. Andock-Erlaubnis erteilt. Oh. Das hat ja nicht so gut funktioniert gerade. Achso, ich muss ja... Wir haben ja überhaupt keine... keinen Landecomputer. Wir müssen das hier manuell machen. Das habe ich jetzt hier gerade ein bisschen unterschätzt. Ja, man ist halt den Luxus der Software gewöhnt. So, noch eins vor. Erfolgreich. Ein chronisches Großschiff. Dass ich das noch erlebe? Ein perfektes Gleichgewicht von Funktion und Ergonomie. Und mit einem solchen Flair. Mein derzeitiger Aufenthaltsort ist im Vergleich geradezu armselig. Okay, so, wir sollen mit Leda W. sprechen. Laufen wir doch jetzt mal hin. Da hätten wir noch das Schiff von Nila T. Wenn wir uns ja mal kurz anschauen. Das ist ein sehr geräumiges Schiff, oder? Ich finde es auf jeden Fall mal sehr geräumig. Schön gemacht. Dürfen wir natürlich nicht fliegen. Mal schauen, welche Schiffe uns dann noch erwarten. Ein paar hatten wir ja schon mal gesehen. Dann gehen wir mal zur Brücke. Mein Ropalium explodiert förmlich geradezu vor Freude, geschätzte Besucher willkommen zu heißen. Dieser historische Anlass ist der erste seiner Art. Ich bin Leda W., königlicher Vogt der treibenden Provinzen. Im Namen Ihrer Majestät, der Königin, und als Ihr treuer Diener ist es mir eine ausgesprochen große Freude, einen Abgesandten des Paranidischen Reiches begrüßen zu dürfen. Und ich bestehe unbedingt darauf, dass Sie mich auf eine informellere Tour begleiten, sobald das Tagesgeschäft erledigt sein wird. Hochgeschätzter königlicher Vogt Leda W., danken Ihnen für Ihren höchst freundlichen Empfang. Sie müssen mir vergeben. Ich, Numan Karet, bin kein Abgesandter des Gottesreichs. Ich vertrete das Bündnis der Worte, ein diplomatisches Forum und eine wissenschaftliche Organisation, die von verschiedenen Rassen des Netzwerks getragen wird. Meine Güte, meine Güte. Aber haben Sie denn Patentbriefe vom Gottesreich? Die treibenden Provinzen sind in arger Bedrängnis. Wir müssen Konditionen bezüglich einer Unterstützung aushandeln. Ich möchte noch einmal betonen, ich spreche nicht für die paranidischen Autoritäten. Doch wir bringen Nachrichten, die Freude auslösen könnten. Wir stehen im Kontakt mit Königsthal. Es ist eine beschränkte, labile Kommunikation. Aber dennoch Kommunikation. Vor einigen Monaten erhielten wir Nachricht von Ihrer Heimatwelt. Es war ermutigend zu entdecken, dass das Herz der boronischen Welt die Sprungtorabschaltung überlebt hat
und von dem ehrgeizigsten Projekt jener Boronen zu erfahren. Ihre gesamten wissenschaftlichen Ressourcen sind darauf ausgerichtet, die Sprungtor-Technologie zu verstehen und zu beeinflussen. Wir bitten demütig um Ihre Erlaubnis, die ruhenden Sprungtore in Ihrem Hoheitsgebiet untersuchen zu dürfen und einen wissenschaftlichen Außenposten in der Region einzurichten zu dürfen, falls nötig. Es gibt so viele Implikationen zu bedenken. Dies ist wirklich monumental. Ich fürchte, ich muss Ihre Bitte leider zurückweisen. Vorerst. Wir dürfen nicht überstürzt handeln. Bei den glitzernden Wassern von Nishala. Ich verstehe nicht. Wir bitten Sie um nichts weiter als um Ihre Erlaubnis. Wir möchten auf keinen Fall Ihre Ressourcen strapazieren. Leda W., Sie versuchen uns mit Königsthal zu verbinden. Sie haben Kommunikation. Nila T., diese Besessenheit, die Heimat zu finden, ist ganz die ihrige. Sie ihrerseits mögen sicher den Luxus leisten können, auf der Suche nach Wundern durch die Galaxie zu gondeln. Aber ich hingegen, ich trage Verantwortung. Ich habe das Wohlergehen von Milliarden von Seelen zu berücksichtigen. Unsere Gäste haben bereits deutlich zu verstehen gegeben, dass das äußere Sprungtor-Netzwerk mit all seinen Ressourcen wohlgemerkt nicht in der Lage war, eine Verbindung zu unserer Heimatwelt herzustellen. Die Priorität zu diesem Zeitpunkt und bei diesem Stand der Dinge ist das Wohlergehen unseres Volkes. Und davon werde ich mich keinesfalls abbringen lassen. Verehrter Gastgeber, wir werden natürlich die Kommunikation mit den Regierungen des Sprungtor-Netzwerks beschleunigen. Ich bin sicher, dass gerade in diesem Moment Abgesandte ihre Vorbereitungen treffen. Doch, wenn wir einfach... Genug davon, bitte. Ich verstehe Ihr Anliegen, aber ich glaube nicht, dass Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Bitte haben Sie Geduld. Aber für den Moment ist die Angelegenheit damit geklärt. Ungeheuerlich! Die Regierung der Boronischen Königin selbst setzt alles daran, die Verbindung wiederherzustellen. Und Sie lehnen es ab, dies zu unterstützen? Was für eine Art von königlichem Vogt sind Sie? Bitte. Mit dem Austausch von Beleidigungen ist niemandem gedient. Das ist absurd. Unsere Arbeit ist von größter Bedeutung. Ihre Halsstarrigkeit ist mir unbegreiflich. Ich werde aufbrechen. Auf dem Weg zum Dock. Warte auf Abholung. Ja, das... Das hätte sicherlich besser laufen können. Aber vielleicht ist noch nicht alles verloren. Okay, wir sollen zwischen den Parteien vermitteln. Unser, der Zerstörer hier oder Träger fliegt auch schon weiter. Ah, wir sprechen mal mit Leda W. selbst. Ah, die stille Person von unserer enttäuschenden Vorstellungsrunde. Okay. Eine positive Lösung? Ihr Expeditionsleiter schien kaum in der Stimmung für positive Lösungen zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich anmaßen, an seiner Stadt zu sprechen. Assistent? Hm. Vielleicht hilft es Ihnen bei Ihrer Lösungsfindung, wenn Sie zunächst mehr Zusammenhänge aufdecken. Okay. Wieso sind Sie denn überhaupt in der Situation? Also warum hier die treibenden Provinzen überhaupt so aufgestellt sind? Von Zeit zu Zeit verbringe ich meine wachen Nächte damit, über genau diese Frage nachzudenken. Es wäre irreführend, die Schuld für all unser Elend auf die große Sprungtorabschaltung zu schieben. Tatsächlich war es so, als wir das erste Mal aus dem größeren Netzwerk gerissen wurden, blieb die große Mehrheit unserer boronischen Systeme untereinander verbunden. Abgeschirmt von äußeren Bedrohungen begann ein neues Zeitalter der Reflexion und des wissenschaftlichen Schaffens. Und während diese Friedenszeit den Wohlstand von Königsthal zu fabelhaften neuen Höhen führte, waren wir nicht selbstgefällig. Im gesamten Königinnenreich wurden Ressourcen bevorratet. Eine vorbeugende Maßnahme. Oh, wir glaubten, wir seien vorbereitet. Doch in Wahrheit waren wir weit davon entfernt. Wir Boronen sind von Natur aus miteinander verbunden, verstehen Sie? Wir gedeihen in einer Art kollektiver, angeborener Affinität. Als diese Verbindung getrennt wurde, fand sich jedes System in völliger Isolation wieder.
Ich muss leider sagen, dass alles recht schnell zerfiel. Die Produktivität brach in katastrophalem Maße ein. Vorräte waren weit schneller erschöpft als ursprünglich angenommen. Und es gab keinerlei Möglichkeit, sie wieder aufzufüllen. Nach Jahren der Trennung und Unordnung wurde Großes Riff schließlich wieder mit Karge Küste verbunden. Später kamen dann noch einige andere Systeme hinzu. Die treibenden Provinzen wurden gegründet. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Schaden bereits geschehen. Uns fehlten noch immer entscheidende Ressourcen. Ich möchte behaupten, dass der kollektive psychologische Leidensdruck der Trennung die Ursache dafür war. Mehr noch als die offensichtlichen logistischen Herausforderungen, welche die Sprungtorabschaltung mit sich brachte. Okay. Ich bedauere meine Haltung bei unserem Treffen. Sie müssen wissen, ich habe bereits seit Jahrzehnten keine diplomatische Veranstaltung mehr ausgerichtet. Bedauerlicherweise bin ich es einfach nicht gewohnt, mit jemand anderem als mit Boronen zu kommunizieren. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Hallo. Wir Boronen tauschen uns untereinander aus und verlassen uns dabei auf komplexe Strukturen von Pheromonen, nicht nur auf bloße Worte. Es gab so viel zu kommunizieren. So viel zu sinnieren. Doch die Worte vermittelten nicht, was ich meinte. Sie müssen sich das bitte so vorstellen, als malten sie einen Ozean, hätten aber nur eine einzige Schattierung von Blau, um dies zu tun. Okay, vielleicht kommen sie ja wieder zusammen. Sie haben natürlich recht. Es ist nie verkehrt, nach einem gemeinsamen Nenner zu suchen. Es ist mir peinlich, gestehen zu müssen, dass unsere defensiven Fähigkeiten beklagenswert unzureichend sind. Das ist beschämend. Unsere Wirtschaft ist so zerrüttet, dass wir nur mit Mühe etwas Größeres als vielleicht eine Fregatte bauen können. Wir können nicht einmal eine vollwertige Schiffswerft finanzieren und betreiben. Ein halbes Jahrhundert lang waren wir Boronen isoliert und hatten kaum Bedarf an einem umfassenden Militär. Ich fürchte, dass wir auf die Myriaden von Gefahren, die jenseits des Tores lauern, gänzlich unvorbereitet sind. Und sollten sich die wertvolle Ausrüstung und die vom Bündnis der Worte vorgeschlagenen Einrichtungen herumsprechen? Es wäre so, als würden wir uns selbst eine Zielscheibe für alle ruchlosen Akteure in der Nähe aufmalen. Einen Moment. Ich habe sogar gerade in diesem Augenblick Nachricht über Übergriffe der Split erhalten. Wenn wir etwas Wertvolles zu plündern hätten, würden wir nicht über Scharmützel diskutieren. Sie würden in Horden über uns herfallen. Okay. Dann sprechen wir jetzt mal mit unserem Expeditionsleiter. Ich meine, der Stand ist ja eigentlich klar. Die Boronen waren isoliert. Das Protektorat hat festgestellt, dass dieses System keine Bedrohung für die Bürger von Sol oder das größere Netzwerk darstellt. Unser Befehl lautet, eine strategisch wichtigere Position anzusteuern. Trotzdem, wachsam bleiben. Niemand von uns weiß, was da draußen lauern könnte. Das Bündnis der Worte dankt Ihnen für Ihre Unterstützung. Von nun an werden wir allein vorgehen. Unsere militärischen Freunde werden anderswo gebraucht. Okay. So, wir werden jetzt vermitteln, denn, ja, wie gesagt, die Baronen sind isoliert gewesen. Wir haben es gehört, die Wirtschaft ist kaputt. Alles ist im Grunde so ein bisschen schlecht aufgezogen. Und, ja, dazu müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das in den Griff bekommen. Wir gehen hier mal in die Crewquartiere. Denn dadurch, dass das so schlecht aufgestellt ist, haben die Boronen natürlich Angst, dass sie zum leichten Ziel werden. Und sprechen wir jetzt mal. Wir hatten in der Vergangenheit unsere Differenzen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass er so stur sein würde. Okay, wir sprechen mal mit Nila T. Es tut mir so leid, dass du diese peinlich unharmonische Vorführung miterleben musstest. Leda W. und ich sind uns in vielen Dingen uneinig. Aber er ist kein schlechter Borone, weißt du? Er ist einfach nur verängstigt. Ja, ist auch verständlich. Ich meine, wenn jetzt hier alle Fraktionen auf einmal ins Boronengebiet reinkommen und ja, das Gebiet so unvorbereitet ist, ist das natürlich
so eine Sache. Und wir fragen jetzt auch Manila T, vor was er sich überhaupt genau fürchtet. Ich glaube, er hat Angst zu versagen. Auf ihm lasten die Erwartungen aller Provinzen. Er möchte, dass alle in Sicherheit sind. Und ich glaube, er befürchtet, dass deine Expedition eine ohnehin schon gefährliche Situation noch verschlimmern wird. Gefährliche Situation? Ja, voller Gefahren. Die Provinzen liegen unangenehm nahe an Ka'ak-Gebiet. Als Heimat der Dunkelheit sich zum ersten Mal mit den Provinzen verband, löste es regelmäßige Angriffe aus. Wir haben es kaum geschafft, uns mit dem bescheidenen Militär, das wir zusammenschustern konnten, zu schützen. Zum Glück haben sich die Wogen vorerst geglättet. Die Übergriffe der Ka'ak kamen schließlich zum Stillstand. Alle Versuche, mit diesen rätselhaften Kreaturen zu kommunizieren, sind gescheitert. Ich würde also zögern, es einen Waffenstillstand zu nennen. Es ist eher eine Ruhephase innerhalb der Feindseligkeiten. Wie du dir vorstellen kannst, bleibt die Situation recht heikel. Die Ka'ak kennen wir ja schon seit X2. Waren hier in X4 schon vorhanden. Allerdings eher in unbedeutender Form, würde ich mal sagen. Dann gucken wir mal weiter. Nach der Suche der Heimat. Oh, das hast du also mitbekommen, ja? Immer wieder wandte ich mich an Leda W. wegen der nötigen Mittel, um unseren Weg nach Hause zu finden. Aber er ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anstrengungen, die dafür aufgewendet werden müssten, einen unmittelbaren Preis für unser Volk haben. Ich möchte keinesfalls, dass du den Eindruck bekommst, dass mir meine Mitbewohner hier egal sind. Wir mögen hier draußen im Randgebiet sein, aber ich versuche dennoch wirklich, etwas für die Bewohner zu bewirken. Den Untertanen der Königin zu dienen, sehe ich als meine Pflicht an. Weißt du, ich möchte nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf lenken, aber ich selbst bin Spross eines kleinen gestrandeten Königshauses. Oh, aber bevor du dich verbeugst oder so, ich stehe nicht auf der Liste für die direkte Thronfolge. Und so funktioniert unsere Monarchie sowieso nicht. Dennoch treibt es mich an, einen Weg zurück nach Hause zu finden, damit sich unsere Leute wieder an einem wiedervereinigten, fröhlichen Reich erfreuen können. Da werden wir dann auch einsteigen. Ich wünsche eine angenehme Reise. Sprechen wir jetzt mal noch mit dem Expeditionsleiter. Er müsste dann im Dockbereich sein. Naja, seine Geschicke in Diplomatie sind eher begrenzt gewesen, was wir gesehen hatten. Für wen hält sich dieser Narr? Begreift er nicht die Tragweite unserer Mission? Er verweigert seine Zustimmung? Wir machen notfalls auch ohne weiter. Okay, das ist natürlich ein guter Ansatz. Wir beruhigen ihn mal. Warum, glauben Sie, bleibe ich auf dem Dock dieses Narren? Und wer sind Sie, mir zu sagen, ich solle mich beruhigen? Ich schätze Ihre Beiträge zu unserer Mission, aber vergessen Sie nicht, dass ich Ihr Vorgesetzter bin. Ich muss den Kopf frei bekommen von der Borniertheit dieses Narren, bevor ich auf meinen Posten zurückkehre. Ja, die Paranoiden und ihr Ego. Leda W. hat Befürchtungen, ne? Ja, klar. Sie haben recht. So viel ist offensichtlich. Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob noch mehr dahinter steckt als das. Vielleicht hängt er zu sehr an seiner Rolle als oberster Verwalter der Provinzen. Eine Wiedervereinigung mit Königsthal würde unweigerlich dazu führen, dass er Macht und Ansehen aufgeben müsste. Ja, das glaube ich tatsächlich von den Baronen eher weniger, aber wäre denkbar. Er befürchtet Übergriffe von außen oder von den Ka'ak. Ja, probieren wir mal. Nun, wir sind eine wissenschaftliche Expedition, also sind unsere Offensivmöglichkeiten in dieser Hinsicht eher begrenzt. Wir können aber Zusicherung geben, dass jegliche in den boronischen Raum transportierte wertvolle Ausrüstung gut bewacht und somit ein unattraktives Ziel sein wird. Außerdem bin ich bereit, ihm mehrere Späher zur Verfügung zu stellen und ein Netzwerk von Satelliten in wachsamer Blick einzurichten. Das wird den Split einen Grund geben, einen Einfall in die Provinzen zu überdenken. Die Situation mit diesem Vogt scheint tatsächlich lösbar zu sein.
Allerdings fürchte ich, dass er meine Geduld erschöpft. Nehmen Sie das in die Hand. Gehen Sie zu dem Narren. Vielleicht können Sie ihn umstimmen. Okay, dann hatten wir noch die Karg-Geschichte. Ich verstehe. Er ist besorgt, dass unsere Anwesenheit einen Befall durch die Zwitscherer auslösen wird. Das Bündnis der Worte ist sicherlich bereit, ihm zu versichern, dass unsere Ermittlungen ihn nicht ungeschützt den Angriffen der Karg aussetzen werden. Okay. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Gehen wir vielleicht nochmal zu Nilati. Und wieder einmal hallo, Entdecker. Okay, haben wir hier was Neues? Wir sprechen mal wieder hier die Situation an. Ja, voller Gefahren. Die Provinzen liegen unangenehm. Okay, das kennen wir schon. Ich wünsche eine angenehme Reise. Dann gehen wir wieder zu Lederweh auf die Brücke. Mal schauen, ob wir jetzt hier einen neuen Dialog aufbauen können. Ah, da ist er auch schon. Ah, die stille Person von unserer enttäuschenden Vorstellungsrunde. Okay, vielleicht gibt es eine positive Lösung. Okay, wenn Sie helfen, könnten wir, was die Bedrohung durch die Karg angeht. Fangen wir doch damit mal an. So wenden wir Gewalt an. Ja. Provokation vermeiden, das dürfte im Sinne der Baronin sein. Ihr löbliches Engagement für den Frieden ist ebenso willkommen wie unerwartet. Das Bündnis der Worte ist für seinen Respekt vor unseren friedlichen Wegen zu belobigen. Okay, vielleicht gibt es positive Lösungen. Die Bedrohung durch die Karg hatten wir. Und wenn sie helfen, könnten wir Sicherheitsmaßnahmen anbieten, um ihre Grenzen zu schützen, die Beziehung von Nilati nutzen, um ihr Ansehen zu erhöhen. Versuchen wir doch einfach mal, Sicherheitsmaßnahmen anzubieten. Nun ja, dies ist ein unerwartet wohlwollendes Angebot seitens des Bündnisses der Worte. Ich muss zugeben, dass eine Hilfestellung im Bereich der Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten tatsächlich eine höchst willkommene Beruhigung wäre. Das hört sich doch gut ich an. Ich muss sagen, ich bin wirklich zutiefst beruhigt. Und noch einmal, bitte nehmen Sie meine tief empfundene Entschuldigung für unser früheres Missverständnis an. Offensichtlich liegen unsere Werte auf einer vielversprechenden Wellenlänge. Ich bin zuversichtlich, dass Sie dafür sorgen werden, dass meinen Schützlingen kein Leid widerfährt. Bitte, fahren Sie fort. Mit meinem Segen und der Unterstützung meines Volkes für den Erfolg Ihrer historischen Mission. Okay. Nachdem das Tor in wachsamer Blick reaktiviert wurde, verbleiben unseres Wissens nur noch 3 weitere ruhende Tore im Raum der Provinzen. Eines befindet sich in Meer der Fantasie, ein weiteres in Karge Küste. Das letzte wurde von Spähern in Heimat der Dunkelheit entdeckt. Wenn Heimat der Dunkelheit wie eine Vorahnung klingt, werden Sie den Namen vielleicht als passend empfinden. Dort gibt es einen erheblichen Kaak-Befall. Egit! Schon wenn ich den Namen ausspreche, kribbeln meine Flossen. Doch ich muss in dieser Sache festbleiben. Lassen Sie sich unter keinen Umständen mit den Kaak ein. Unter gar keinen. Jede Interaktion mit ihnen führt zu einem horrenden Konflikt. Sie haben unser Wort, Lederweh. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um unangemessene Provokationen zu vermeiden. Vielen Dank. Und dürfte ich Ihnen ein Geschenk darreichen? Wir haben für Sie ein Kampfschiff vorbereitet. Ein bescheidenes Geschenk, aber es kann Ihnen hoffentlich in den kommenden Zeiten von Nutzen sein. Wir sind Ihnen zutiefst dankbar. Sie waren ein vorbildlicher Gastgeber. Entdecker, Sie haben gut daran getan, uns den Zugang zu sichern, damit wir unsere Mission fortsetzen können. Bitte betrachten Sie das Speerschiff als das Ihre. Möge es Ihnen gute Dienste leisten. Okay, wir bekommen jetzt hier ein baronisches Schiff geschenkt.
oder haben wir geschenkt bekommen. Das schauen wir uns doch gerne mal an. Und da ist es auch schon. Ein Marco heißt das Schiff hier. Kleiner Speer, würde ich behaupten. So. Und bei den neuen boronischen Schiffen gibt es hier so eine coole Einstiegsloge. Marco. Wir müssen die ruhenden Tore untersuchen, um den nächsten Schritt unserer Expedition zu gestalten. Mir ist das Tor in Meer der Fantasie bereits bekannt. Wenn du mir die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellst und mir ein paar Hinweise gibst, was genau ich tun soll, wäre es mir eine große Freude, dir zu helfen. Ausgezeichnet. Das Bündnis wird karge Küste untersuchen. Bleibt nur noch die Frage nach dem letzten Sprungtor. Solange etwas prekär ist. Entdecker, Sie haben sich bislang ausgezeichnet bewährt. Setzen Sie diesen neuen Jäger, den Sie da haben, gut ein. Und finden Sie Heimat der Dunkelheit. Es scheint, dass Sie für diese Aufgabe am besten geeignet sind. Okay, wir sind in einem super wendigen Schiff. Wir sollen jetzt... Die Male, in denen ich davon träume, wieder vereint zu werden, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, sie in solch dürftigen Lebensumständen zu sehen. Ich weiß, dass das Bündnis Kommunikationen von Königsthal erhalten hat, aber diese wurden schon vor Jahrzehnten abgeschickt. Hoffentlich ist es ihnen hier besser ergangen als den Boronen. Ich bin gespannt auf den Inhalt ihrer Nachricht. Wie viel genau von ihren vorläufigen Erkenntnissen haben sie wohl mit ihren Kollegen vom Bündnis geteilt? Wenn wir erst einmal Zugang zu den Daten der beiden Sprungtore haben, will das Bündnis vielleicht wirklich auch von unserer Seite aus Experimente durchführen. Der Versuch, Sprungtore zu manipulieren, wäre ein unglaublich aufwendiges Unterfangen. Dennoch scheint es, als sei Numan Karet sehr zielstrebig bei dem ganzen Vorhaben. Können Sie sich die Möglichkeiten vorstellen, die sich uns eröffnen würden, wenn wir diese Sprungtore nach Belieben manipulieren könnten? Dank der neu eröffneten Handelswege haben wir den Wiederaufbau unserer Werft eingeleitet. Sie sind selbstverständlich herzlich eingeladen, uns bei unserem Unterfangen zur Seite zu stehen. Ihre Bemühungen werden natürlich lukrativ vergütet werden. Okay. Hier ist unser Startschiff. Ja, Startschiff eigentlich nicht. Unser Schiff, unser erstes Schiff der Boronen. Und mit dem werden wir jetzt wohl auch eine Weile unterwegs sein. Wir sollen jetzt den Weg nach Heimat der Dunkelheit finden. Wo sind wir denn generell hier überhaupt? Ah, hier sind wir ja hergekommen. Das heißt, das wird wohl nicht das richtige Tor sein. Versuchen wir doch mal da hinten das Tor. Beziehungsweise haben wir hier noch irgendwas anderes? Wir sollten vielleicht mal scannen. Ich bin an meinem zugewiesenen inaktiven Sprungtor angekommen. Ich werde sofort mit den Ablesungen beginnen. Ah, hier sind auch noch schon Missionen. Was müssen wir denn hier überhaupt liefern? Nehmen wir mal an. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Mal gucken, hier im Sektor. Hier gibt es auf jeden Fall noch mehr. So sichtbar ist ja gar nicht mal so viel. Wir fliegen einfach mal das sichtbare Tor hier an. Ja, bewaffnet sind wir auch. Die lustigen Boronenkanonen. Haben wir einmal hier. Was ist denn das eigentlich nochmal? Das ist das Phasengeschütz. Und dann hätten wir hier noch die Gatling. Ist ja eigentlich auch ganz lustig, oder? Ich
Sprungtor, unbekannter Sektor. Okay, ein unbekannter Sektor. Da können wir doch mal reinfliegen. Wir scannen noch einmal hier den Sektor. Ob noch irgendwas in Reichweite kommt. Aber auf Anhieb sehen wir da eigentlich nur noch ein paar Stationen. Ja, ein paar. Gibt es ja dann doch ein paar mehr Stationen als gedacht. Erreiche System, Heimat der Dunkelheit. Heimat der Dunkelheit. Unseren Archiven zufolge gab es etwa hier im Sprungtor-Netzwerk einst eine Xenon-Präsenz. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Ach, tatsächlich? Dann haben wir ja Glück, dass unsere Systeme nicht direkt mit einer Xenon-Hochburg verbunden waren. Angesichts des Zustands unseres Militärs hätten wir auf keinen Fall überlebt. Versuchen Sie nun, das inaktive Sprungtor in diesem System zu lokalisieren. Aber sei vorsichtig. Sei sehr vorsichtig beim Navigieren. Wir müssen unser Wort halten und die Kaak meiden. Du musst dich auch vor den anderen Gefahren in dem Gebiet in Acht nehmen. Ich würde empfehlen, dass du dich dicht an den Asteroiden hältst. Sie scheinen ein hervorragender Indikator dafür zu sein, wo dein Schiff keinen Schaden erleiden wird. Okay, also im Grunde wird es wohl hier gefährliche Zonen geben, beziehungsweise wir wissen das auch eigentlich schon. Und in der Nähe von Asteroiden soll es ja sicher sein, das heißt, ja, brauchen wir im Grunde nur zu schauen, dass wir in der Nähe von Asteroiden sind. Und da hinten sehen wir auch schon ein Kark-Cluster, glaube ich. Und wir scannen jetzt erstmal hier den Raum noch einmal. Schauen wir mal, was hier noch auftaucht. Hier ist noch eine Station. Unbekannte Station. Das sieht hier nach einem Asteroiden aus. Gucken wir uns doch mal an, wer hier eine Station hat. Oh. Eine Xenon-Station. Ich fliege mal näher ran. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht beschossen werden. Das sieht aber relativ inaktiv aus. Ich glaube, wir können hier sogar reinfliegen. Ja, aber weiter kommen wir hier eigentlich nicht. Ja, da ist hier eine Wand. Ansonsten ist hier auch eigentlich kein Betrieb. Die Station wird auch gar nicht als feindlich angezeigt. Ja, im Grunde ein Asteroid. Wir hatten solche Stationen schon mal gesehen. In den Xenon-Sektoren. Eher selten, aber eine auf jeden Fall. Starten wir noch hier den Scanner. Aber die Station scheint wirklich inaktiv zu sein.
Unbekannte Station. So, da hätten wir noch eine unbekannte Station. Wo ist die denn? Ach, das ist da oben, das, okay. Das ist das K-Cluster. Gut, also die Xenon scheinen hier wieder ausgelöscht worden zu sein oder irgendwas in die Richtung. Wir haben hier ja keine Möglichkeit, irgendwie reinzufliegen oder was zu schauen. Dann machen wir doch einfach weiter. So, wir werden uns dann jetzt mal ja hier in den Bereich begeben. Wir müssen schauen, dass wir in der Nähe von Asteroiden bleiben, dass wir nicht in irgendwelche gefährliche Zonen kommen. Beziehungsweise reinfliegen. Dann halten wir uns mal hier an den Gürtel. Halten dennoch Abstand von den Kark-Clustern. Hier gibt es ja auch einige Asteroiden. Und auch solche seltsamen Gebilde hier. Und super schnell ist die Kiste, ne? Mit 6300. Oh, ein Karkschiff. Königinwächter. Entdecker, nähern Sie sich nicht der Kark-Installation. Wir geben ja leider wie unser Wort, dass wir sie nicht angreifen werden, wenn sie uns nicht angreifen. Es gibt keinen Grund für eine unmäßige Provokation. Oh, wir haben gerade unseren Schild verloren. Was sind wir denn hier? Ich scanne mal einmal raus. Unbekanntes Objekt. Ah, das dürfte doch unser Tor sein. Ich hoffe, dass wir da auch unbeschadet hinkommen. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn wir jetzt hier auf Höchstgeschwindigkeit kommen. Falls wir in ein gefährliches Gebiet reinkommen. So wie jetzt gerade. Hülle beschädigt. Wäre es schon praktisch, wenn wir doch schnell wieder rauskommen. Okay, das war's. Oh, das hier hat uns aber ganz schön gekostet. War ein Blitz gewesen. Das ist ein echt gefährlicher Sektor. Also im Raumanzug möchte ich hier auch nicht unbedingt rausgehen. Denn man kann hier auch vom Blitz erschlagen werden. Okay, wir werden uns der Gondel nähern. Aktivieren Sie jetzt den Scan-Modus Ihres Schiffes. Jedes Sprungtor hat zwei Gondelpaare. Sie dienen unter anderem als Zwischenspeicher für Betriebsdaten. Wir sind immer noch nicht sehr vertraut mit dieser Technologie oder damit, wer sie entwickelt hat. Aber dank jüngster wissenschaftlicher Fortschritte können wir uns einen Reim aus einigen der Daten machen, die wir abrufen können. Es scheint offensichtlich, dass einige der Daten wohl die Koordinaten anderer Sprungtore darstellen. Ob das bedeutet, dass diese Tore in ferner Vergangenheit miteinander verbunden waren, ist reine Spekulation. Vielleicht hatten die Erbauer uns unbekannte Gründe dafür, dass bestimmte Sprungtore eine besondere Kompatibilität aufwiesen. Die große Mehrheit der Daten in diesen Caches bleibt für uns alle ein leidiges Rätsel. Okay. Wir führen unseren Scan mal zum Ende. Wir haben alles von dieser Gondel erfasst, auf das wir Zugriff haben. Begeben Sie sich nun zu der auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Manche dieser Daten sehen recht vielversprechend aus. Ich bin gerade dabei, all dies an unser Wissenschaftsteam weiterzuleiten. Ist ja schon ein Riesenkonstrukt hier, dieses Tor. Wenn man sich wirklich mal das genauer anschaut. Ja.
Oh, wir müssen hier noch im Scan-Bereich bleiben. Ich empfange eine besorgniserregende Fluktuation in den Energiesignaturen. Ah, okay, wir sollen überleben. Jäger. Das heißt, wir müssen schon kämpfen. Jäger. 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 Ja, gehen wir uns mal kurz zurück. Oder auch nicht. Eieiei, das ist ja echt schon hier eine Sache. Sie haben tapfer gekämpft, Entdecker. Ja, es war beeindruckend, wie du dein Können unter Beweis gestellt hast. Ich hoffe nur, dass diese Aufregung nicht zu einer schwerwiegenderen und unerwünschten Reaktion führt. Wir sammeln hier mal den Treibstoffkanister ein. Das Wissenschaftsteam hat sich die Daten angesehen, die Mila T aus dem Cache holen konnte. Wir haben die Untersuchung des Caches von Heimat der Dunkelheit zwar noch nicht abgeschlossen, aber er ist recht offensichtlich das vielversprechendste der Sprungtore. Trotz der zusätzlichen Herausforderungen in Form der Karg. Gefährlicher, vielleicht. Aber ich fürchte, dass es auch in Meer der Fantasie nicht gut läuft. Der Planet des Systems ist verwüstet und völlig unbewohnbar. Vielleicht können die Provinzen, sobald sie ihre Wirtschaft wieder aufgebaut haben, ein wenig Terraforming betreiben. Im Moment jedoch braucht diese Expedition sie, um eine sichere Passage für eine größere Flotte zu kartieren, die durch Heimat der Dunkelheit navigieren soll. Sie können Navigationsbarken verwenden, um eine geeignete Route zu ermitteln. Halten Sie sich aber von den Karak-Installationen fern. Okay, man kann noch. Und auch von den anderen gefährlichen Regionen. Selbstverständlich. Zögern Sie nicht, Ihre Karte zu konsultieren, um einen besseren Überblick über die anstehende Aufgabe zu erhalten. Okay, dann setzen wir mal die Barken aus. Man, den Weg kennen wir ja so ein klein wenig. Wir versuchen das jetzt hier wieder so ein bisschen im Asteroidenfeld auszulegen. Das heißt, hier irgendwo ist hier dieses gefährliche Gebiet. Und versuchen wir hier durch das Asteroidenfeld zu fliegen und entsprechend auch die Barken aufzustellen. Ich würde sagen, hier setzen wir eine aus. Oh. Ja. Aufpassen beim Fliegen. Aber ich habe hier gerade noch was anderes gesehen. Das ist so ein Kristall, den würde ich doch gerne mitnehmen. Asteroid. Einen anpeilen können. War nicht so einfach in der Bewegung. Ja, praktisch unmöglich fast schon. Die Gemeinschaft der Planeten dachte lange Zeit, die Karak seien durch ihre Gemeinschaft. Angriffe auf einzelne Störungen und Knopf. All das zeugt davon, dass dieser Gedanke optimistisch war. Dann so einfach, hier überhaupt was zu treffen. Vor allem, weil ich mich ja mitbewegen muss.
Okay, das sammeln wir doch gerne mal ein. Ich meine, wenn uns schon durch Zufall sowas jetzt hier über den Weg läuft, dann können wir das doch auch mitnehmen. Und ja, weiter geht's. Wir müssen noch Navigationsbarken aufstellen. Wir werden da mal hier weiterfliegen. Solange wir hier Asteroiden sehen, ist eigentlich alles gut. Okay. So, halten wir kurz an. Wir setzen hier noch eine Barke aus. Und dann denke ich, können wir hier so langsam runterfliegen. Hier ist noch ein Asteroid. Oh, sehr seltsam. Asteroid. Wo ist der denn? Ach, da unten. Schauen uns den mal an. Das sieht ja mal cool aus. Wirklich was zu erfahren gibt es hier erstmal nicht. Hoppla. Schuss scheint hier jetzt auch nicht irgendwie was zu bewirken. Dann peilen wir doch mal das Tor hier nochmal an. Sprungtor, großes Riff. Werden wir doch hier auch die nächste Barke aufstellen können. Ich denke hier im unteren Bereich. Das sieht doch eigentlich gut aus. Okay. Oben ist das Tor. Wir machen jetzt hier so eine kleine Kurve. Beziehungsweise hier im Asteroidengebiet sollte eigentlich auch nichts passieren. Werden wir noch eine Barke aufstellen. Hier scheinen auch noch K-Cluster zu sein. Ich sehe jetzt keine. Wir sind ja auch, glaube ich, schon in Version. Gab ja, glaube ich, schon einen Patch mittlerweile. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen hatten, es gibt ja auch noch mittlerweile eine Beta zur neuen Online-Funktion. Sieht echt sehr interessant aus. Also, da bin ich echt gespannt, was uns da erwartet. Wie viel Spaß das machen wird. Ja, es scheint, als hätten sie eine Route gefunden. Gut gemacht, Entdecker. An alle, vorwärts. Die Expedition wird nun einen wissenschaftlichen Außenposten einrichten. Dies könnte der Beginn einer äußerst fruchtbaren Phase auf unserer gemeinsamen Reise sein. Okay, die Mission ist abgeschlossen. Und wir können wohl den Sektor mal verlassen. Würde auch Sinn machen, dass wir unser Schiff mal reparieren. Erreiche System. Großes Riff. Okay.
Dann sollten wir im nächsten Schritt mal gucken, welche Station wir noch hier auffinden. Gucken, ob wir vielleicht einen Raumdock oder ähnliches ist. Finanziell sind wir ja leider noch nicht ganz so gut aufgestellt. Die Expeditionsflotte wird sich aber jetzt hier in den Sektor begeben. Medikamentenfabrik. Okay, da hätten wir eine Medikamentenfabrik. Da hätten wir auch noch zwei Stationen. Oh, sehr große Andockbereiche. Unbekannte Station. Okay, und hier hätten wir auch einen Raumdock. Raumdock der Boronen. Unser Ruf der treibenden Provinzen ist eher gering, das heißt, wir könnten theoretisch Schiffe kaufen, jedoch eben erstmal nur die kleinen. Müssen wir mal schauen. Und wir müssen mal noch in Karke Küste schauen, ob es da noch was Interessantes gibt. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gucken mal kurz auf unsere Discoverer drauf. Da sind eben noch Satelliten und Navigationsbarken vorhanden. Jetzt haben wir leider keinen Kapitän für das Schiff. Aber im Grunde könnten wir das ja verkaufen. Bekommen wir 200.000 Credits. Ah, die holen wir doch mit. Und wir docken mal auf dem Raumdock an. Stopp diese Drohne! Tourboss B. Oh, die nehmen wir doch mit. Und hier gibt es auch noch eine Quest. 12 Minen aufstellen an Zielposition nehmen wir auch mit. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Das erste werden wir jetzt aber hier landen. Hätten wir die Minen eigentlich schon an Bord? Ne, die müssten wir erstmal kaufen. Gucken wir uns gleich mal an. Jetzt fliegen wir erstmal in den mega coolen Dockbereich der Boronen. Sehr gelungen, meiner Meinung nach. Danke. Oh, jetzt haben wir hier einen Landecomputer mit drauf, sehe ich gerade. Und checken wir mal das Schiff hier. Also, willkommen. Wir haben bereits willkommen den besten Antrieb. Okay, Schubdüsen können wir umstellen auf Gefechtsschubdüsen. Dann bekommen wir auch noch ein bisschen Geld bei raus. Schilde sind auch maximal eingerichtet. Und ich würde sagen, wir wechseln die Kanone auf das Phasengeschütz. Bringt uns auch ein klein wenig mehr Geld. Und wirklich brauchen werden wir jetzt die Waffen am Anfang eher weniger. Computer sind alle vorhanden. Könnte man theoretisch noch Geld sparen, aber wir brauchen die Sachen eigentlich. Navigationsbarken. Das können wir mal ein paar verkaufen. Wir sollen 12 Minen aufstellen, dann kommen wir hier auf insgesamt 72.000. Täuschkörper brauchen wir nicht, verkaufen wir. Ich sehe gerade, wir haben hier scheinbar auch eine Servicemannschaft schon an Bord. Das ist ja super, die können wir doch dann auch mal nutzen. Und reparieren könnten wir eigentlich selber machen für Lau. Ja, komm. Brauchen wir jetzt nicht so viel Zeit zu verschwenden. Wir bekommen hier jetzt noch 17.000 raus für die Umrüstung und ja, trotz der Minen. Dann machen wir das gerade. Und das Schöne ist, wir haben noch keinen Sinzerantrieb. Das heißt, das sind wir auch jetzt, ja gut, ich hatte ja sowieso nie den Sinzerantrieb wirklich großartig genutzt.
aber bin sowieso am Anfang und während den Plotteilen und im Aufbau des Universums eigentlich auch sinnvoller, den Sinser mehr oder weniger rauszulassen. Und dann können wir wieder abkoppeln. Wir haben eine Sicherheitsbereich um das native Sprungtor eingerichtet. Jetzt beginnen wir mit dem Bau eines Außenpostens. Erhoffen Sie sich vorerst nicht zu viel. Die Experimente werden bald beginnen, aber die Sprungtortechnologie ist sehr fremdartig und höchst unbeständig. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob wir jemals erfolgreich eine Verbindung erzwingen können, insbesondere ohne Echtzeitkoordination mit unseren Kollegen von Königsthal. Dennoch haben wir mit diesem Sprungtor einen idealen Kandidaten für Experimente. Das Bündnis der Worte ist unseren Cousins in Königsthal gegenüber verpflichtet, sein Bestes zu geben. Diese technischen Wunderwerke haben sich unserem Verständnis bisher entzogen. Irgendwas an der Schnittstelle ist eigensinnig, unerreichbar geblieben. Der letzte Funke. Auf jeden Fall, Entdecker, herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihre Aufgabe erfüllt. Und zwar untadelig. Wir werden Sie in den kommenden Jahren über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten. Und wenn das Schicksal es so will, werden Sie vielleicht eines Tages Ihren Namen in den Annalen der großen Entdecker und Wissenschaftler finden. Okay, erstmal noch ein Autosave. So, hier sollen wir die die Minen aufstellen. Sprungtor, unbekannter Sektor. Und da ist auch ein Sprungtor. Da werden wir doch gleich mal durchfliegen. Leerer Raum. Stellen wir erstmal die Minen hier in dem Bereich auf. Zwölf Minen. Ist ja dann militärisch. Okay, die Quest ist erfüllt. Hat uns auch wieder ein bisschen Ruf eingebracht. Und wir fliegen durchs nächste Sprungtor. Erreiche System, Meer der Fantasie. Okay, hier wurde ja von gesprochen, dass der Planet nicht so ganz bewohnbar ist. Gehen wir davon aus, es handelt sich hier um diesen Planeten. Sie müssen meine Abwesenheit bei Ihren jüngsten Erkundungen entschuldigen. Es ist nur... Ich war recht vertieft in meine eigenen Beobachtungen. Was sagte Numan Karet? Bis wann will das Bündnis der Worte seine Experimente abschließen? Naja, der Expeditionsleiter hat angedeutet, dass er uns in den nächsten Jahren auf dem Laufenden halten wird. Was? Jahre, sagten Sie? Das ist... Oje, das ist ziemlich enttäuschend. Ich hatte gehofft, sofort zu Ihren Experimenten beitragen zu können. Nun, da Sie ohnehin Aufgaben im koronischen Raum erledigen, würden Sie mir vielleicht bei meinen persönlichen Nachforschungen behilflich sein? Seit meine Tentakel zum ersten Mal die wissenschaftlichen Geräte in dieser Forschungseinrichtung erfassen, bin ich vom großen Riffnebel völlig fasziniert. Wissen Sie, ich habe mehrere Neutronensterne identifiziert. Magnetare in der Tat, die auf seltsam spezifische Weise pulsieren. Einer könnte eine Anomalie sein, zwei könnten ein Zufall sein. Aber ich habe bereits einen möglichen dritten identifiziert. Ich brauche sie, um meine Beobachtungen zu überprüfen. Unabhängig. Zu diesem Zweck habe ich eine Liste von Positionen im großes Riff zusammengestellt, die Sie für mich aufsuchen müssen. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich etwas erregbar erscheine. Es besteht die Möglichkeit, dass dies auf eine Entdeckung von unermesslicher Bedeutung hinweisen könnte. Usuta hat mich über deine spannenden Pläne informiert. Ich möchte dich begleiten. Ehrlich gesagt, ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Das Bündnis steckt mitten in den Vorbereitungen. Ich muss sagen, die Flut an wissenschaftlichem Jargon lässt mich kalt. Ich ziehe Taten vor. Okay, hier hätten wir noch ein inaktives Sprungtor. Ja, und der Planet, auf dem wir, glaube ich, später dann auch noch ein Terraforming-Projekt starten können.
Dann werden wir jetzt erstmal Bosota helfen. Wir scannen mal einfach mal noch den Raum. Hier wird auch schon eine neue Fabrik gebaut von den Boronen. Ansonsten ist der Sektor relativ, ja, leer, unbewohnt. Dann lasst uns erstmal Boso helfen. Dass wir dann auch wirklich mal, ja, die Boronen vereinen können. Und entsprechend dann hier unser Imperium zu errichten. Der Sektor hier bietet sich eigentlich schon sehr gut an. Leider gibt es hier eher weniger Ressourcen zum Abbauen. Aber ja, mal schauen, wo uns die Reise noch hinbringt. Ist ja für mich auch alles ein klein wenig neu. Ich hatte noch nie in einem DLC ja, die Fraktion unterstützt, beziehungsweise dort meinen Wirtschaftsraum etabliert. Und von daher könnte das sehr, sehr spannend werden. Aber das sehen wir dann noch. Sprungtor, großes Riff. Ich bin ja froh schon, dass wir hier ein sehr, sehr schnelles Schiff haben. Da kann sich auch keiner mehr über meine Perseus beschweren. Ich bin die Perseus eben gerne geflogen. Okay, wieder zurück nach großes Riff. Erreiche System, großes Riff. Und wir sollen zu dieser Position fliegen. Unbekannte Station. Ich möchte aber noch gerne diese Station hier erkunden. Da oben ist ja auch etwas. Unbekannte Station. Denn wir brauchen Informationen. Gerade später für den Handel ist das dann zwingend erforderlich. Und wenn wir hier den einen oder anderen Auftrag noch mitnehmen können, machen wir das doch gerne. Hier gibt es auch schon eine. Okay, wir sollen Sicherheitscontainer einsammeln und abliefern. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Okay, hätten wir ein Sonnenkraftwerk der Boronen. Ich scanne mal noch einmal in den Raum rein. Und dann werden wir uns mal zu dem Ziel hier begeben. Und den Sicherheitscontainer sammeln. Das Schiff hier rotiert unheimlich stark, also echt ungewohnt zu fliegen. Ah, und wir können die Beschleunigung hier mitnehmen. Das ist doch praktisch. Leerer Raum. Starten wir mal einen Scan. Hier hätten wir doch irgendwas aufblinken. Ah, da ist er doch. Unbekanntes Objekt. Okay, wir werden mal noch einen Laser hier alleine ansteuern. Das macht es gleich wesentlich einfacher, den Container zu öffnen. Ah, leider dreht sich der Container auch. Ich hoffe, er ist nicht vermint. Oh, das ist ganz schlecht. Er ist hier vermint. Ja, Leute, da muss ich jetzt mal speichern. Muss ich mal überlegen, welchen Speicherstand ich mal hier nehmen werde. Ich denke, ich lösche mal hier ein paar Stück raus. Ja, das hier brauchen wir auch nicht mehr. Das sind alles Sachen, die ich auch nicht mehr spielen werde. Unten, die können wir vielleicht noch lassen. So, vom Hauptspielstand. Das können wir auch mal löschen. Die ganzen alten Spielstände mal raus. Ich schiebe mir immer noch meinen Hauptspielstand auf. Dann werden wir jetzt hier Slot 3 nehmen für unseren, ja, Speicherpunkt. Denn unser Schiff ist leider jetzt auch nicht das stärkste und ich habe keine guten Erfahrungen mit diesen Containern. Ich versuche es jetzt einmal.
noch gar nicht so nah ran. Aber wir müssen leider ein klein wenig näher. Werfe auf. Okay. Marco, Notfallauswurf erfolgreich. Ja, also wir sehen uns gleich wieder, sobald der Spielstand geladen ist. Okay, da sind wir wieder. Ja, das hat ja gerade nicht so ganz gut geklappt. Ich versuch's jetzt noch einmal aus der Nähe, so wie ich es gewohnt bin. Hab aber echt Angst hier von dem Teil. Es rotiert halt mega schnell. Einmal. Zweimal. Und... oh, das war knapp. Eieiei. Dreimal. Und viermal. Okay, wir liefern ab. Der Ruf bei den Baronen ist uns primär wichtig. Denn wenn wir mit denen arbeiten wollen, dann müssen wir auch die Möglichkeiten haben, hier alles zu kaufen und so weiter. Wir müssen uns ja bei unserem neuen Volk wohlfühlen und nicht eingeschränkt hier durch die Weltgeschichte fliegen. Undock-Erlaubnis erteilt. Ziviles Schiff B. Okay, wir docken einmal an. Oh, sieht schön aus wieder. Erfolgreich angedockt. Marco. Willkommen. So. Ist ja schon ziemlich dick die Hülle hier eigentlich, ne? Wenn man das mal hier so sieht. Sieht man, glaube ich, auch sonst bei keinem anderen Schiff mal ein bisschen genauer. Gucken wir gerade auf unser Schiff drauf. Wir haben doch, glaube ich, einen Besatzungsmitglied hier mit drauf. Wir funken den mal an. Kann ich helfen? Ja, du kannst uns helfen. Wir möchten gerne dich als Kapitän hier einstellen. In Ordnung. Mach aber keinen Unsinn. In der Zwischenzeit gehen wir mal in den privaten Wohnbereich, wo wir unsere Waren abgeben sollen. Okay, bei ihm hier. Wir liefern alle Gegenstände ab. Gute Arbeit. Haben wir auch wieder zwei Rufpunkte und ein klein wenig mehr Geld. Ja, Geld können wir immer gebrauchen. Zurück auf unsere Marco. Aber die Dockbereiche sind schon wirklich der Hammer. Wir hatten ja die terranischen Dockbereiche auch ganz gut gefallen. Aber das Brondesign, das ist einfach ja, einzigartig. Finde ich sogar noch besser als bei den Split damals, obwohl die auch schon ganz schön waren. Aber die Baronen sind halt einfach die Baronen. Kann ich helfen? Sir? Ja, wir würden gerne auf unseren Platz hier. Docken wir einmal ab. Und ja, eine weitere Quest sehe ich jetzt hier auch nicht. Ziviles Schiff B. Ah, da können wir vielleicht noch ein bisschen Ruf sammeln. Oder auch nicht. Ist wieder weg. Okay. Dann nehmen wir mal unsere Quest wieder.
in den Fokus rein. Hätten wir noch die Sequestment-Konstruktionsmaterialien und die Quest mit Boso, die nehmen wir an. Im Vorfeld fliegen wir aber mal nach da oben die Station an. Wenn er mich denn lässt. Unbekannte Station. Sonst haben wir hier eigentlich nichts weiter gesehen. Da oben ist auch noch eine Station. Wir werden mal hier oben auch mal noch einen Scan machen. Durch die Größe des Sektors kann es nämlich passieren, dass wir nicht alles hier abscannen. Ganz nett, die Schiffe sind irgendwie auch ein bisschen leiser wie die anderen, meine ich. Hier hätten wir auch noch Quests, sehe ich gerade. Sogar mehrere. Und hier hätten wir ein Bufu Chemielabor. Einmal scannen. Und dann können wir ja eigentlich auch diese Mission hier annehmen. Satellitenreparatur. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Ah, da waren wir doch schon. Unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Ach nein, Datenlecks sollen wir hier reparieren. Gut, können wir auch machen. Ah, die Drehung ist echt schon brutal hier. Steigen wir einmal aus. Unser Kapitän hat ja keine Befehle drin, das heißt, der wird uns auch nicht wegfliegen. Das wäre auch sehr fatal, denn wir haben noch keine Teleportationsmöglichkeiten. Oh, da wären wir aber besser ein bisschen näher rangeflogen. Das war Leck 1. Da ist unser Schiff. Steigen wir wieder ein. Wurde die Mission jetzt eigentlich abgeschlossen? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Andockerlaubnis erteilt. Ich glaube, wir sollten das reparieren und nicht auslesen. Guten Tag. Naja. Wir hatten aber dann noch mehr Missionen. Fliegen mal in die Richtung. Sind auch noch mal Aufträge drin. Piloten gesucht. Ja, hier wird ein Pilot gesucht mit 1 Stern Pilot und 1 Stern Moral. 2 Stück sollen wir davon finden. Könnte ein bisschen schwierig sein. Wir sollen das Bergbauschiff eskortieren in Moderat. Hm. Sollen wir das machen? Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Hier haben wir noch eine Baumission. Okay, da haben wir aber noch nicht die Ressourcen dazu. Dafür gibt es aber 20 Millionen als Belohnung. Das ist echt schon ganz nett. Aber da muss auch einiges drauf. Die wird auch einiges kosten. Wir machen jetzt erstmal hier diese Escort-Mission. Oh Gott,
schauen, unser Ruf aktuell läuft sich auf plus 7. Irgendwas habe ich, glaube ich, hier bei dem Sicherheitsleck falsch gemacht. Hatten wir nicht eben schon mehr gehabt? Mehr Rufpunkte? Ich hoffe, dass wir das mit dem Schiff auch hinbekommen. Aber wirklich eine Alternative hätten wir ja auch nicht. Von daher legen wir das doch einfach mal an. Lassen uns aber hier mal noch die Station nicht entgehen, die hinter dem Tor hier stehen. Mission. Hier werden auch Ressourcen benötigt. Da hätten wir aber auch ein Zeitziel. Lassen wir mal noch offen. Wir fliegen erstmal durchs Tor. Und kümmern uns um den Escort. Ja, so weit ist es ja auch nicht. Und bei dem Schiff hier werden wir doch relativ schnell ankommen. Erreiche System, karge Küste. Leerer Raum. Hier oben sollte der Miner sein. Ja, wir haben schon 400.000 streng genommen. Oh, hier wird auch schon wieder eine boronische Fabrik gebaut. Geben ja doch schon jetzt Gas, sich hier zu etablieren. Das finde ich echt gut. Okay, hier ist der Mineralienminer der Baronen. Tümmler, Mineralien. Wir nähern uns mal. Wir werden den jetzt eskortieren. So, der Reisemodus ist aktiv. Wir haben eine automatische Geschwindigkeitskontrolle drin. Und wir müssen einmal kämpfen. Da oben geht's schon los. Königin, Wächter. Jäger. So, dann gucken wir mal. Königinwächter. Ah, wir müssen uns echt beeilen. Aber wir sollten das, denke ich, gut hinbekommen. Bis jetzt zumindest. Jäger. Ah, da oben kommen noch neue. Wir fangen wieder mit dem Jäger an. Schwarmwächter. Oh, da kommen aber einige.
Beschützer. Okay. Königinwächter. Ich spuste mich mal kurz hier raus. Jetzt hoffe ich, dass ich in den Reisemodus komme. Dass wir mal kurz unsere Schilde regenerieren können. Okay. Wo bekommen wir denn hier was ab? Ah, das sind hier die Wächter. Schütze. Hier echt schwierig. Königinwächter, Schwarmwächter. Königinwächter. Oh, verdammt. Wir haben es leider nicht geschafft. Schade. Ja, da war unsere Feuerkraft ein klein wenig zu gering. Tja. Dann leider noch nicht. Bisschen doof, aber ja, kann ich jetzt leider nicht ändern. Ja, die Karkschiffe, die werden mit Sicherheit noch von anderen zerstört werden. Ansonsten gibt es hier auch, glaube ich, sonst nichts für uns. Oben hätten wir noch ein unbekanntes Objekt. Wo haben wir das denn? Ach, da hinten. Tümmler, Mineralien. Komm, Kanal offen. Auf Wiedersehen. Okay, das sind meine. Delfin. Unbekanntes Objekt. Ah, Delfin, auch ein wunderschönes Schiff, ja. Dem Design wurde auch von X1 treu geblieben eigentlich. Hier ist auch noch eine Staffel. Also hier sind auch ein paar Verteidigungsschiffe, da sollten wir eigentlich klarkommen. Und hier hätten wir noch ein inaktives Sprungtor. Das hatten wir beim ersten Mal gar nicht so gesehen. Okay. Gut, dann können wir ja eigentlich die Bose-Quest nochmal vornehmen. Autoflug eingeschaltet. Lassen wir uns mal dorthin fliegen. Da sind auch noch Jäger. Leider was anderes Spannendes konnten wir bisher noch nicht finden. Mal schauen. Ich habe nämlich in Erinnerung, dass hier irgendwo noch ein verlassenes Schiff sein müsste.
Walross. Konstruktionsschiff der Boronen. Auch ganz schick. Erreiche System. Wachsamer Blick. Okay, wir scannen auch hier mal den Raum. Merkur, Verteidiger. Es sind auch Schiffe der Argonen schon unterwegs. Die werden dann auch mit den Boronen handeln. Oh, das ist ein Asteroid. Naja, schön ist an den Schiffen der Boronen, die sind da noch relativ wendig im Reisemodus. Aber sonst finden wir hier auch nicht so viel. Ach nee, Moment mal. Ich habe die falsche Quest hier aktiv. Oder? Genau, wir sollen ja hier Boso helfen bei den Beobachtungen. Autopilot eingeschaltet. Dann müssen wir leider nochmal zurück. Ja, leider komplett zurück. Das war jetzt mein Fehler. Autopilot ausgeschaltet. Sobald das Schiff hier beschleunigt hat, was ein bisschen langsam ist bei den Boronen insgesamt, sind wir aber, denke ich, relativ schnell am Ziel. Sprungtor, karge Küste. Delfin. Ich glaube, die Gatling hätte uns mehr genutzt, habe ich das Gefühl. Müssen wir vielleicht mal testen. Ja, überall werden hier Stationen gebaut, das finde ich echt gut. Können wir die Boronen mal so richtig supporten. Bin echt gespannt, wie sich das dann verhalten wird in Kombination mit den anderen Fraktionen und Sektoren. Erreiche System, karge Küste. Scannen auch hier einfach nochmal in den Raum rein. Hier gibt es auch schon diverse Handelsmöglichkeiten. Und wir müssen hier, ja, in die Nähe des Raumdocks. Meta-Fantasie wird auch gebaut. Überall wird schon gebaut. Finde ich ganz nett. Auch die neue Symbolik, die hier eingeführt wurde, finde ich auch eigentlich ganz praktisch. Hatte mich aber jetzt in der Vergangenheit der letzten 5 Jahre nicht weiter gestört, dass die relativ einheitlich aussahen. System, großes Riff. Leerer Raum. Okay, dann sind wir ja schon gleich da. In den seitlichen Fenstern sehen wir gar nicht so viel. Genaue Position ausbezeichnen. Jetzt die Messungen. Nein, hoppla, das taugt nichts. Wir müssen diese Messwerte ignorieren. Na gut, das wird uns nicht entmutigen. Assistent, auf zur nächsten Position. Ah, okay. Busota, darf ich eine persönliche Frage stellen? Auf jeden Fall, Pilati. Was treibt Sie dazu, dort draußen zu bleiben? Ganz allein in Ihrem winzigen Tank? Sind Sie nicht versucht, sich wieder mit Ihrer Art zu vereinen, jetzt, wo wir wieder verbunden sind? Nichts würde mich mehr entzücken, als die Provinzen selbst.
und endlich einmal aus dieser Röhre herauszukommen. Aber meine Arbeit ist einfach zu wichtig. Nach Jahren der Versklavung im Dienste der Weiterentwicklung von Splitwaffen leite ich nun die wahrscheinlich fortschrittlichste wissenschaftliche Einrichtung im Netzwerk. Ich bin schwer versucht, den Posten zu verlassen, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Ich würde Großes Riff sehr gerne einmal persönlich in Augenschein nehmen. Aber letztendlich ist meine Arbeit hier so viel wichtiger als meine persönlichen Wünsche. Was steckt also hinter Ihrer anhaltenden Faszination für Großes Riff? Verzeihen Sie mir die Offenheit, aber Sie scheinen ziemlich auf dieses System fixiert zu sein. Tatsächlich wurde ich dort geboren. Nicht, dass ich irgendeine Erinnerung daran hätte. Dann, kurz nachdem ich geschlüpft war, wurde ich in den argonischen Raum gebracht. Aber Moment mal. Das würde bedeuten, dass Sie mindestens... Ja, in der Tat. Wenn die Aufzeichnungen korrekt sind, bin ich 47 Jahre alt. Unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen so betagten und ehrwürdigen Menschen treffen würde. Daher meine Furcht, Zeit abseits meines Labors zu verbringen. Solange mein Verstand scharf ist, muss ich ihn zum Wohle aller einsetzen. Die zweite Messreihe. Vermaledeites Phytoplankton. Nichts. Schon wieder. Wir werden es noch einmal versuchen. Okay. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Ich kann es in meinen Flossen fühlen. Okay, wir fliegen zum nächsten Gebiet. Irgendwie ist es seltsam. Unsere Lebensspanne ist kurz. Zumindest im Vergleich zu den anderen bekannten intelligenten Spezies. Wenn man darüber nachdenkt, werden sich nur sehr wenige Boronen der treibenden Provinzen an Königsthal oder die wohlwollende Führung unserer Monarchen erinnern. Und doch, wenn man einen von ihnen fragt, dann hat die Suche nach einem Weg zurück nach Hause für jeden von ihnen die höchste Priorität. Wie kommt es, dass wir dazu getrieben werden, solche Dinge zu verfolgen? Selbst bei der kleinsten Spur? Ist das angeborene boronische Naivität? Oder ein angeborener wissenschaftlicher Drang? Das ist einfach in unserer Natur. Wir sind dafür bekannt, Pazifisten und Wissenschaftler zu sein. Aber unter all dem sind wir nicht in erster Linie Optimisten. Exzellent! Ja, diese Position scheint vielversprechend. Jetzt führen wir Messungen zu dem Phänomen durch. Merkwürdig. Was? Nein, das geht überhaupt nicht. Assistent, irgendwas scheint die Messungen zu stören. Sie müssen dem sofort auf den Grund gehen. Dieser Asteroid ist höchst ungewöhnlich. Es scheint eine Art Restenergie auszustrahlen, welche die Genauigkeit meiner Messwerte beeinträchtigt. Sie müssen ihn zerstören. Moment, was? Ist das wirklich notwendig? Ist es nicht möglich, die Störung zu berücksichtigen und die Messwerte entsprechend anzupassen? Oder das Schiff für sauberere Messungen ein wenig anders zu positionieren? Unvorstellbar! Wir dürfen diese Messungen in keiner Weise verfehlen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler oder Extrapolation. Alles muss exakt sein. Eine kontrollierte Sprengung wäre die beste Maßnahme, die wir ergreifen können. Du wirst Raumanzugbomben brauchen, um den Asteroiden zur Explosion zu bringen. Erlaube mir, dir ein paar zu überlassen, die du nach eigenem Ermessen verwenden kannst. Oh, eine kleine Warnung. Lass dich nicht von den Behörden mit diesem Schmuggelgut erwischen. Okay, dann nehmen wir die mal auf. Okay. Guten
Guten Tag. Marco. Exzellent! Bringen Sie jetzt mehrere Bomben an den Asteroiden an. Ja, mal gucken, ob die schon so ihr Ziel erreichen. Ich hoffe es doch. Ja, sieht gut aus. Dann können wir das und Teil hier sprengen. Detonieren. Welch ein Spektakel! Vernichtung mag ein etwas extremer Ansatz zur Lösung unseres Problems gewesen sein, aber es scheint gewirkt zu haben. Undock-Erlaubnis erteilt. Okay, das machen wir doch gerne. Leerer Raum. Jetzt messen wir. Das ist... Ach du meine Güte. Was ist das denn nun? Das sind 5 Magnetare. Jeder rotiert mit vergleichbarer Geschwindigkeit. Nein, Moment mal. Das kann nicht stimmen. Eine Umdrehung alle 1,884 Sekunden. Das entspricht einer Umdrehung pro 3,14 Thoriumübergänge, was wiederum... Oh, Sie können vielleicht nicht ganz folgen. Ihre Rotationsgeschwindigkeiten sind exakt identisch. 5? Mit derselben Geschwindigkeit? Aber das ist unmöglich. Da wir es gerade jetzt beobachten, wäre es genauer zu sagen, dass es höchst unwahrscheinlich ist. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Phänomen auf natürliche Weise auftritt, ist verschwindend gering. Und... Von dieser Position aus betrachtet, erscheint auch ihre Positionierung seltsam symmetrisch. Die Sterne scheinen auf diesen blauen Riesen zu zeigen. Ich frage mich, ob... Du meine Güte! Die von dem blauen Riesen ausgehenden Strahlungswerte sind unglaublich! Unglaublich? Wie? Sie sind seltsam regelmäßig. Auf eine Art und Weise, die nicht möglich sein sollte. Und sie wiederholen sich. Wie ein Signal. Könnte dies das sein, was wir übersehen haben? Sicherlich nicht. Das würde bedeuten... Hat jemand gewollt, dass wir das finden? Warte, eine Nachricht, die in den Sternen geschrieben steht? Für dich? Oh nein, bitte, nicht speziell ich. Aber diese Konstellation kann unmöglich ein natürliches Ereignis sein. Ihre Existenz ist eine Manifestation von Vorsatz. Das Bündnis der Worte sucht immer noch nach einer Möglichkeit, sich mit der Sprungtor-Technologie zu verbinden. Vielleicht haben wir gerade etwas gefunden, das eine nähere Untersuchung wert ist. Ich werde diese Erkenntnisse unverzüglich an das Team von Numankaren weiterleiten. Assistent, Sie sollten jetzt zum Außenposten der Expedition zurückkehren. Okay. In der Zwischenzeit werde ich meine intellektuellen Saugnäpfe auf die Details unserer Entdeckung richten. Entdecker, denke nicht eine Nanosekunde lang, dass ich nicht mit dir komme.
Ja, es geht weiter zum Außenposten. Wir haben jetzt was entdeckt. Und ich habe hier noch eine Mission entdeckt. Die Entdeckung, die Sie und Boso da gemacht haben, ist ungeheuer interessant. Nehmen wir später an. Ich kann noch nicht erklären, wie die beiden verbunden sind. Aber diese Energiewerte scheinen mit dem Sprungtor kompatibel zu sein. Zumindest laut den vorläufigen Simulationen des Wissenschaftsteams. Es ist eine Chiffre. Absichtlich platziert, um uns Zugang zum Netzwerk zu ermöglichen. Ich weiß nicht, ob man das abschließend sagen kann. Das sind fantastische Behauptungen, für die es keinerlei stichhaltige Beweise gibt. Vielleicht beziehen die Sprungtore einen Teil ihrer Funktion aus anomalen Ereignissen, wie zum Beispiel aus ihren synchronisierten Gestirnen. Oder vielleicht hat wer auch immer diese Sprungtore gebaut hat, den blauen Riesen als ständigen Bezugspunkt gewählt. Einen, der in allen wichtigen Bereichen des Netzwerks auffindbar ist und für irgendeine Art von Kalibrierung genutzt wird. Wir haben noch nicht genügend Daten. Daher zögere ich, voreilige Schlüsse zu ziehen. Davon einmal abgesehen, beschleunigen Ihre Entdeckungen sicherlich unseren wissenschaftlichen Zeitplan. Entdecker, suchen Sie mich zu einem Gespräch auf, damit ich Sie über unser weiteres Vorgehen informieren kann. Es ist ziemlich offensichtlich, warum er so zögerlich ist, meine Hypothese zu erwägen. Ich gebe zu, dass sie auf den ersten Blick eher skurril erscheint, aber ich glaube, er wird es bereuen, dass er das Konzept so leichtfertig verworfen hat. Dass dieses Phänomen gerade jetzt auftritt, wo wir unseren ersten Vorstoß in die Sprungtor-Interaktion machen, ist ein Zufall von astronomischem Ausmaß. Okay, wir sollen zum Außenposten. Ich würde aber gerne mal noch was schauen. Und zwar, wir haben jetzt ja 400.000. Was kostet denn eigentlich so ein boronischer Miner? Habe ich noch nie einen gehabt. Aber mit dem können wir ja zumindest mal nebenbei schon mal ein bisschen Geld verdienen. Okay, wir halten das Schiff möglichst günstig. Hat aber auch super Geschwindigkeiten für einen Miner. Aber günstig ist im Moment ganz praktisch für uns. Ein Schild sollten wir ihm auch geben. Das sind eigentlich auch gute Schilde. Und wir, ja, ich denke, wir bauen da zwei Schilde ruhig ein. Der Bergbaulaser ist erforderlich. Und wir könnten jetzt hier noch die zwei Schiffgeschütze einbauen. Bergbaulaser MK2 gibt es hier nicht. Und die Schiffgeschütze, ja, die lassen wir mit drauf. Wir statten das Schiff hier mit der notwendigen Software aus. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Könnte ein bisschen knapp werden. So, die zwei Sachen noch. Der Kapitän. Ein Besatzungsmitglied. Dann hätten wir unser, ja, Vorhaben eigentlich schon soweit durch. Das Schiff hier können wir auch, glaube ich, direkt kaufen. Das bekommen wir direkt geliefert. Vielleicht hätte ich sogar noch eine Vorlage speichern sollen. Und dann können wir mit dem Miner schon mal schauen, wo wir das erste Geld passiv verdienen. Zumindest aus unserer Perspektive. Schauen wir mal nach Erz. Ah, das sieht noch gar nicht mal so brauchbar aus. Aber der Miner ist schon im Bau. Und wir sind auf dem Weg zum Außenposten. Und werden dann hier in der nächsten Folge auf jeden Fall genauso weitermachen. Und ich freue mich schon auf unser Boronenerlebnis. In unserem Imperium-Aufbau bei den Boronen. Und wünsche euch für heute alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.